Hallo, herzlich willkommen, liebe Feuerzeichen. Ein weiteres Video mit mir. Heute geht es um das Unausgesprochene zwischen dir und deiner Liebe. Wir schauen uns an, was denn zwischen euch steht und totgeschwiegen wird, was deine Liebe momentan jetzt gerade fühlt und empfindet und next move. Wird sie auf dich zukommen? Was passiert als nächstes? So, ich beginne mit dem Schützen. In der Zwischenzeit liked, abonniert, teilt meine Videos und für ein persönliches Reading, liebe Schützen, www.deinsternenmedium.de. Dort findest du alle Informationen, die du brauchst. So, der Schütze, das Unausgesprochene. Es geht um Erwartungen. Sagt mir schon die geistige Welt, Erwartungen werden nicht erfüllt. Das bereitet euch sogar Rückenschmerzen, meine Lieben, Bein- und Rückenschmerzen. Es geht darum, dass ihr, ja, das unausgesprochen ist. Ihr redet nicht über eure Gefühle, ihr habt euch beiden den Rücken zugewendet, beziehungsweise entweder nur ihr oder eure Liebe oder beide. Ihr sprecht nicht über eure Emotionen, über eure Gefühle, seid nicht zukunftsorientiert, plant nicht, ja, und das macht euch unbeweglich, ja. Ich höre, die geistige Welt sagt, ihr habt gelernt, in dieser Situation auszuharren, mit ihr zu leben, mit ihr umzugehen. Doch die Schmerzen sind ein Schmerzindikator für die Last, die ihr tragt oder die Belastung, die ihr diesbezüglich spürt, dass nicht über Gefühle und Emotionen gesprochen wird. Das ist keine Zukunftsplanung gibt. Und ihr wisst auch nicht mehr, ob die ganze Beziehung überhaupt auf einem fruchtbaren Boden ist oder ob vielleicht doch eine Trennung besser wäre. So, was fühlt deine Liebe momentan? Was fühlt deine Liebe momentan? Also es geht definitiv darum, dass du das Gefühl hast, dass deine Liebe dir den Rücken zugewandt hat, in der Partnerschaft sich sehr zurückgezogen hat, wenig mit dir kommuniziert über das Essentielle, eventuell auch kein sexueller Austausch stattfindet. Deine Liebe ist in einem Transformationsprozess, in einem Heilungsprozess, in einem Selbstfindungsprozess, der aber, ich denke, in 3 bis 4 Monaten beendet ist. Und dann wird deine Liebe, wow, 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 Moment, schau mal, was alles für Karten rausgekommen sind, dann wird deine Liebe mit dir kommunizieren, und zwar das, was sie jetzt die ganze Zeit ja, für sich erkannt hat. Ja? Und definitiv wird deine Liebe dich vor vollendete Tatsachen stellen. Ja? Also das ist die momentane Situation. Deine Liebe empfindet auch wenig Freude momentan, was die Verbindung angeht, was aber jetzt nicht unbedingt an dir liegen muss, lieber Schütze, sondern das hat mit ihrem Heilungsprozess zu tun, in dem sie sich momentan befindet. Deine Liebe ist eine Person auch, die sich sehr mit sich selbst auseinandersetzt, sehr lösungsorientiert ist, ja, und die Lösung wird kommen. Sie wird kommunizieren. Und zwar mit standfesten, höre ich, Argumenten, sehr selbstsicher und sehr rationell wird sie dir mitteilen, was Sache ist, lieber Schütze.
Also diese Nachricht, die ich jetzt durchgebe, gilt nur für einige Schützen, bitte nicht für alle. Ist ja auch eine Kollektivlegung. Doch ich möchte darauf hinweisen, dass bei manchen Lieben sie sich auch zurückgezogen haben, weil die Gefühle nicht mehr so stark sind, nicht mehr authentisch sind und sie auch genau darüber nachdenken, ob es noch eine Zukunft gibt. Aber bitte keine Panik, wird sicherlich nicht auf alle Schützen passen. So, der nächste Move deiner Liebe, lieber Schütze. Ja, die geistige Welt sagt, deine Liebe wird dich um Veränderung bitten, möchte Veränderung hineinbringen in die Verbindung. So, next move deiner Liebe, das bedeutet, was passiert als nächstes, was geht von deiner Liebe aus? Für den Schützen bitte. Ich höre, deine Liebe wird sehr, sehr selbstständig. Es geht um eigenständiges Denken und materielle Unabhängigkeit. Es geht um Selbstständigkeit generell. Deine Liebe kommt in ihre volle Kraft, was ja manche sehr sexy und attraktiv finden und andere schreckt es wieder ab. Also bitte, liebe Schützen. So, next move, da kam ganz viel. Moment, ich muss erstmal alles sortieren. Eieiei, also auch bei euch definitiv ein plötzliches kleines Erdbeben und das wird dann sein, wenn eure Liebe, wenn es aus ihr heraus platzt und sie euch um eine Veränderung bittet und zwar sehr, sehr entschlossen wird sie das tun, als würde es kein Morgen geben. Entweder, das heißt echt so nach dem Motto, or my way or the highway, das heißt entweder so wie ich das möchte oder ciao und auf Wiedersehen. Es geht darum, dass deine Liebe wirklich kommunizieren wird, was so schwer auf ihr lastet. Doch es ist eine Befreiung für dich wie für deine Liebe, auf dass es sich erneuern kann. Jetzt schaue ich mal nochmal genauer. Ja, es geht darum, wie als würde es aus deiner Liebe heraus platzen und dann taucht sie aber wieder ab. Also, lieber Schütze, nimm es so, wie es für dich passt. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Aufschluss geben. So, es geht weiter mit dem Löwen. Hallo, liebe Löwen. Wir schauen uns das Unausgesprochene an zwischen dir und deiner Liebe. In der Zwischenzeit lasst ein Like da, abonniert, teilt meine Videos. Für ein persönliches Reading bitte www.deinsternenmedium.de. Dort findet ihr alle Informationen, die ihr braucht. So, der Löwe, das Unausgesprochene zwischen dem Löwen und seiner Liebe. Also ja, es geht definitiv darum, dass eine Entscheidung getroffen wurde zum Besseren, doch es geht nichts vorwärts, weil diese Entscheidung nicht mitgeteilt wurde, entweder von dir nicht oder von deiner Liebe. Es geht darum, einer von euch möchte frei sein, möchte den Herzschmerz loslassen, möchte das nicht mehr gelitten wird, möchte eine Erneuerung. Und es geht auch darum, dass ihr nicht auf euer Innerstes hört,
im Sinne, nicht an eure innere Weisheit anzapft, nicht auf eure Intuition hört, ja, sondern auch eine Kopf-über-Herz-Entscheidung getroffen habt, eine sehr rationelle Entscheidung, die jeglichen Neubeginn unterbindet, meine Lieben, ja, die waren alle, fast alle verkehrt herum, diese Karten. Es geht um Sturheit, liebe Löwen. Etwas wird aus Sturheit nicht ausgesprochen. Aus Stolz und Sturheit. Denn jemand von euch sieht kein Weiterkommen, kein Weitergehen, keine Veränderung. Und deswegen, ja, wird es stur ausgesessen. So, was fühlt deine Liebe, lieber Löwe? Wie geht es ihr jetzt? Was fühlst du jetzt in diesem Augenblick? Also deine Liebe möchte absolut, dass es weitergeht. Es ist wahnsinnig viel an Gefühlen da. Es ist Liebe da. Es ist guter Sex da, vorhanden. Deine Liebe weiß ganz genau, was sie will. Sie möchte auch kommunizieren, doch es scheint so, als möchtest du irgendwie davon nichts hören. Deine Liebe ist sehr abwartend, doch sie möchte einen definitiven Neubeginn, lieber Löwe. Und sie möchte daran arbeiten mit dir, an diesem Neubeginn. Schaut mal her. So, sie möchte daran arbeiten. Ich denke, deine Liebe wird oder hat sogar versucht, dich zu kontaktieren oder mit dir darüber zu sprechen und du hast vielleicht die Stellung der Sturheit, des Stolzes eingenommen und sagst, nö, will nichts davon wissen, ich bin verletzt und wie es halt immer so ist, gell, wenn man aus dem Ego heraus handelt. Doch ich kann dir sagen, von den Karten her sehe ich, dass es eine authentische Liebe ist und dass deine Liebe wirklich bereit ist, daran mit dir zu arbeiten, auf dass es einen Neubeginn gibt, auf dass es besser weitergeht. So, der nächste Move deiner Liebe. Und deine Liebe ist auch sehr abenteuerlustig. Aber bitte, das kann auch vertauschte Rollen haben. Es ist eine Kollektivlegung. Richte es dir aus, so wie es für dich passt. So, next Move deiner Liebe. Deine Liebe möchte, dass die Zweisamkeit wieder so wird, wie sie war. Sie möchte, dass du die Chance wahrnimmst, die sie dir bietet oder die geboten wird. Jetzt Moment, muss man erstmal die ganzen Karten anschauen. Also, deine Liebe ist ungeduldig. Sie ist ungeduldig. Sie hat sich entschieden für dich, lieber Löwe, und sie möchte einen Sieg, einen Triumph, und sie wird nicht länger locker lassen, bis sie dich wieder hat, beziehungsweise bis sie es so hat in der Beziehung, in der Partnerschaft, in der Freundschaft, wie auch immer, bis es für sie passt. Also, wie eine Klette, diese Liebe wirst du nicht los. Aber gut, wenn es Liebe ist, dann ist es Liebe. Können wir nichts machen. Aber jedenfalls, deine Liebe ist da sehr authentisch. Also ich sehe, egal wer stur ist, ob du oder deine Liebe, lass die Sturheit gehen. Ihr könnt definitiv wunderbar daran arbeiten, was unausgesprochen ist und es klären, denn deine Liebe ist dir gegenüber sehr, sehr offen eingestellt. So, der Widder. Hallo, liebe Widder. Schön, dass du dabei bist. Es geht um das Unausgesprochene zwischen dir und deiner Liebe. Schauen wir uns an, was es ist. In der Zwischenzeit, bitte liked, abonniert, teilt meine Videos für ein persönliches Reading www.sternenmedium.de. Dort findet ihr alles, was ihr braucht an Informationen und Kontaktdaten. So, es ist sehr viel Versuchung zwischen euch, eine toxische Beziehung.
Ihr kommt, ich höre es aus der geistigen Welt, wieder, ihr kommt aus dieser Verbindung nicht heraus. Ihr versucht euch emotionell herauszunehmen. Doch diese Beziehung fordert sehr viel starke Nerven von euch. Ihr seid fast schon gelangweilt von dieser Beziehung und vor allem sehr, sehr, sehr unzufrieden, weil ihr euer Herz verschlossen habt. Die Herzverbindung wird nicht mehr gespürt. Es ist mehr Gewohnheit als alles andere. Eigentlich möchtet ihr eine totalitäre Veränderung. Doch sie wird nicht ausgesprochen. Es gibt keine konstruktiven Pläne, höre ich, keine konstruktive Kritik, keine konstruktiven Vorschläge, sondern es geht, ich höre, um Gebrüll, Geschrei, falsche Absichten, sehr schlechte Kommunikation, verletzte Gefühle und ja, und einer von euch, entweder ihr oder eure Liebe, seid euch vollkommen unbewusst darüber, was eigentlich los ist. Es geht darum, dass ihr an euch arbeitet, euer Bewusstsein erweitert, die Zusammenhänge erkennt und vor allem euer Herz wieder öffnet, meine Lieben. So, wir schauen uns an. Deine Liebe, was fühlt sie denn jetzt gerade? Wie geht es ihr? Was fühlt sie dir gegenüber, lieber Widder? Also, die Liebe ist eigentlich sehr stabil. Sie gibt dir Sicherheit. Auch du gibst ihr Sicherheit. Sehr viel, es geht ja um Sicherheit und Stabilität, um aneinander lehnen. Doch es ist oft, deine Liebe wünscht sich wünscht sich die Stabilität, um ruhig zu sein. Wie kann ich euch das sagen? Um einen ausgeglichenen Tag zu haben. Es geht um Ausgeglichenheit im Alltag, ja. Und es ist gerade etwas wirklich aus dem Rahmen gefallen, meine Lieben, ja, denn ich höre, deine Liebe fühlt sich nicht mehr geborgen und sie wünscht sich eine Veränderung. Und zwar überlegt sie tatsächlich wirklich, ob sie nicht besser alleine aufgestellt wäre. Ja. Leider, lieber Widder, also es gilt ja jetzt nicht für alle Widder da draußen, sondern für die, die sich in dieser Situation wiedererkennen. Ja, so, das sind erstmal die ersten Karten. Geht es darum, dass deine Liebe gerade momentan sehr zurückgezogen ist in sich. Eventuell habt ihr schon eine räumliche Trennung und es geht tatsächlich darum, dass eure Liebe ja, sich denkt oder entscheidet, ob sie nicht wirklich besser alleine aufgestellt wäre. Ja, es kann durchaus sein, dass deine Liebe, dass ein Ex-Partner ihr zur Seite steht oder ein sehr, sehr guter Freund oder Freundin und ihr dadurch hilft, durch diese emotionale Misere, höre ich, durch diese Unausgeglichenheit und ihr hilft, ja klar sehen und denken zu können. So, wir schauen uns an. Next move. Deine Liebe, was kommt auf dich zu? Was hat sie vor? Was kannst du dir jetzt von deiner Liebe erwarten?
Also ich denke, für die Widder, die jetzt vom Kopf gestoßen sind, ihr könnt das nur retten, sagt mir die geistige Welt, wenn es um authentische Kommunikation geht, ihr oder eure Liebe an euch selbst arbeitet, bewusstseinserweiternd, um die Zusammenhänge zu erkennen. Und vor allem geht es um wirklich aufrichtige, abgrundtiefe Ehrlichkeit dem anderen gegenüber. Nur so könnt ihr dem allen überkommen. Also, deine Liebe, der Next Move ist sehr abwartend, unentschlossen. Deine Liebe möchte innerlich heilen. Es ist sehr viel Mut und Geduld gefragt von deiner Liebe, auf dass sie das kommuniziert und an sich und an euch arbeitet. Deine Liebe möchte frei sein von dunklen Gedanken, auch eventuell von Depressionen, die diese Beziehung irgendwie nach sich gezogen hat. Und ja, Next Move ist erstmal gar nichts. Es geht um innere Heilung bei deiner Liebe. Hier, die steht Kopf, die Karte. Und zwar, mein lieber Widder, wenn du etwas erreichen möchtest, dann sollte es jetzt von dir ausgehen. Denn deine Liebe nimmt sich all die Zeit, die sie braucht, um innerlich zu heilen. Ja, und sie investiert ihre Zeit in sich selbst, in ihre Kreativität, in ihre Kunst, in ihre Berufung und möchte alles Negative, was sie so zurückhält und was sie unterdrückt hat, möchte sie loslassen. Sie möchte wieder Leichtigkeit spüren. Es war ein sehr intensives Reading. Sicherlich wird das nicht jedem gefallen, es tut mir leid, aber nichtsdestotrotz, vielleicht gibt es ja einen Ansatz zum Nachdenken. Meine Lieben, danke fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal.